Amore! So, liebe Leute, grüß euch! Wir haben uns heute hier versammelt. Ich habe einen lieben Gast da, einen Alfons Doppelhammer. Grüß euch! Stinkefisch war gestern. Bei uns gibt es heute Jelly Beans. Ich habe das nicht gekannt. Der liebe Fonsi hat mich da drauf aufmerksam gemacht. Jelly Beans, das sind Gurteln mit verschiedenen Geschmäckern. Ich lese euch jetzt einmal kurz vor, was es da gibt. Problem ist, es gibt immer zwei gleiche, die schauen immer gleich aus. Zum Beispiel gibt es einmal geröstete Marshmallows und im gleichen Zug gibt es auch die schmecken nach Stinkwanze. Dann gibt es auch die schmecken wie ein Geburtstagskuchen, die anderen schmecken aber wie ein schmutziges Spülwasser. Und Tutti Frutti, ein Hoch auf Ugo Egon Balder und oder stinkende Socken, das sind die bunten. So, scheiß der Hut drauf, da gibt es ein was Drehspiel, das sieht man da, da kann man dann einmal dran und dann sagt er der, was du jetzt probieren musst. Und da haben diese komischen Perlen. Bienenbozelett heißt das. Bienenbozelett? Und ja, jetzt sind wir nicht lange miteinander, oder? 3 Jahre, was gescheit's? Ja, das weißt du nicht. Da du hast den Finger weg, oder? Da kriegst du sonst nicht dabei. Ich hol's nur. Also, ja, gescheit dran. Ja, das war eh gut. Also. Grä. Ein Gräner. Genau. Was ist grün? Weiß ich nicht. Grünes. Saftige Birne oder Nasenpuppel? Ja, Nasenpuppel. Den hat ja jeder schon mal probiert. Ich mag das nicht. Also, das ist der Puppel. Ein Bienenbozelett, gell? Was? Du kannst ja von der Nase mal rausziehen, die Kugel. Nein, das ist nicht. Wollen wir dich echt überraschen? Ist er das? Ist der Puppel? Ich bin der Nase. Ich komme nicht. Es ist. Was hast du mit? Ach, war das der Puppel? Ja, wahrscheinlich. Gut war es nicht. Ja, wie hat es denn geschmeckt wie ein Puppel? Weiß ich, hast du schon mal einen Nasenraum gefressen? Ja, als Kind hat das doch jeder schon mal gemacht. Das ist eine leicht salzige Note hat das. Das schmeckt eher wie. Ja, nicht gut. Was? Auf einen schwarzen ist er hin? Jetzt sag ich auch nein. Du hast den Schmecker von sich. Warte mal. Gelb ist entweder Butterpopcorn oder was? Oder faules Ei. Hast du jetzt nein. Wieder Butterpopcorn das erwischt, ist, das oder? Das ist Popcorn. Du Arsch! Du bist so ein schlechter Mensch. Geh mal vor Mensch. Wie im Kino. Ah, okay. Marshmallow! Okay! Ah, schade! Oh, gut, Hans! Ah, schade! Richtig gut! Ja, dann bin ich gespannt. So wirklich war? Ja, auch einmal. Das schmeckt echt gut. Ja, schmeckt ein Würting. Ja, der Feizohr ist halt auch was ganz was Schönes. Das ist wunderbar für dich. Ah, ich schau da noch mal zusammen, du. Boah, ist das ekelhaft. Was du das geschmeckt hast? Mir Ohr. Nicht noch faule Ohren, nur Spargelsäure. Das ja, schmeckt im Mai, wie Spargelsäure riecht. Wir sollen mal. Was ist denn das? Was ist denn das? Entweder Geburtstagskuchen oder Schmutz. Spülwasser. Stinkende Socken. Nein, Spülwasser. Na, was war das? Ah ja, die. Die sind das. Ja, entweder das oder innen das. Das außen. Die kennst du auch alle nicht auseinander. Die schauen aus wie. Alle drei. Wie Chinesen. Okay, wer ist ein Chinesen oder noch kennen? Bitte, fein.
Geh weiter. Oh. Und? Verzeih? Das ist ein schönes Spiel, gell? Ich trau mich nicht auf den Beinen. So lohe. Am blauen. Ja. Die da. Die rosa. Die da. Die orange. Ein Strawberry oder der Fisch. Oder der Fisch. Ist ja gerade noch einer da. Na da, die da alle da. Die orangen. Achso, doch noch einer. Also. Glaube ich. Nein, das war's gewesen, glaube ich. Ja, der ist ein guter. Ja, dann probier nur mehr, hör nicht nur da. Was? Was ist das denn für ein Scheiß? Was ist das denn für ein Scheiß? Wir haben ja den Regen gemacht. Ja, lass das schmecken. Ich weiß nicht, muss ich das runterbringen. Jetzt nicht, mach, komm, auf geht's. Du musst da. Ich wollte wegen Zeit schinden. Ich wollte wegen Zeit schinden. Nochmal. Schon wieder? Nochmal dasselbe. Ach, das gibt's ja nicht. Ja, was ist das? Keine Fressen auf. Alle miteinander fahren wir. Das sind ein und drei. Dann mach ich noch eins. Nur da mal reingehen. Hey, ich friss jetzt den ganzen Tag. So viel Meißel kann keiner haben. Nicht einmal den Nikolaus. Oh. Das gibt's nicht. Oh, ja, das ist geil. Ja, wunderbar. Vielleicht sagst du mal wieder Weißwurst essen oder so. Ja, das gehen dann meinetwegen auch die Weißwurst, aber so schlimm kann es nicht mehr werden. Also liebe Leute, kauft euch keine Bienen-Bozelett, weil das Zeug kannst du die Hosen geben. Jelly Beans, wie der Michael Jackson schon gesungen hat. So, Jelly Bean is not my lover. Ja. Geht's dir aus. In diesem Sinne. Merci fürs Einschalten. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Der Ati und der Fonsi. Prost. Prost auf euch. Führt euch. Oh, mir tut es weh.